Moin Moin und willkommen. Mein Name ist Bernhard und ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut, denn ich habe hier jemanden, ne? Dem geht's gar nicht gut. Der Arme wollte doch nur arbeiten. Jetzt hängt er da. Oder auf diese Ideen kommen auch wirklich nur Männer. Let's go, Jelly. Was das für eine Challenge? Was ist der da überhaupt? Scheint ja zu schmecken. Bah! Was war das denn? Lil Bro ist wirklich ein NPC. Mama! Was? Was war das für eine Scheiße, bitte? Der Typ ist maximal random. Und das TikTok genauso. Mama! Also, ich habe so viele Fragen gerade. Und genauso viele Fragen habe ich auch bei diesem Video. Balanciert der da wirklich einen Kühlschrank auf seinen Kopf und fährt dabei Fahrrad? Das ist wirklich der krasseste Trick, den ich seit langem gesehen habe. Andere lassen sich das Ding mit Transporter bringen und er nimmt es einfach so mit. Cleaning my room as a Roblox streamer. Again. Okay, Roblox streamer. Das kann schlimm enden, aber sein Zimmer wird ja jetzt bestimmt nicht allzu dreckig sein, oder? First, I went over what we have. We have a roach infestation. Whoa. Stopp. Was zum F***? Du ekelhafter. I don't think it's caused by me. I think it's just they're really invasive. We've got some bowls we have to clean up. Found this hot dog. July 4th. Alright, we clean up this chair. Ja, sehr krass aufgeräumt. Was für Sessions hast du da mit diesem Stuhl gemacht? Bruder, du bist der ekligste Streamer, den ich je gesehen habe. Sind alle Leute, die Roblox spielen, so drauf? Now we got some snack trays. Gotta clean these up. Don't want my dog to eat them. Bruder, bitte. Was für Snacks? Was für Snacks? Found a little baby roach trying to get away. Sorry, honey. Didn't mean to leave that down there. Das ist deine Freundin. Wie läuft das jetzt ab, wenn sie bei dir zu Besuch ist, zum Chillen oder so? Also, fällt dir das nicht auf, dass vielleicht irgendwas in deinem Zimmer nicht stimmt oder so? Und wieso seht ihr aus so wie Geschwister? Alright, well that's about it. The room's pretty clean now. We've made a lot of good progress. So we're just gonna finish up another day. I'm pretty exhausted, so stay tuned. Yeah, pretty clean. Safe, man. Ist richtig sauber bei dir. Lifehack für die Arbeit. Wenn du Überstunden machen willst, ohne irgendwas zu machen, dann mach einfach den Trick. Du gibst einfach auf YouTube Windows Update ein. Und dann kannst du ganz in Ruhe entspannen, während dein Update ladet. Geiler Lifehack, muss ich sagen. Was ist, wenn da Werbung kommt? Ja, Bro, das ist eine gute Frage. Deswegen kenne ich da einen besseren Weg, wenn man nicht arbeiten gehen will. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Oh nein, ein Quiz in Frankfurt. Das kann ja nur in die Hose gehen. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Was ist das? Du weißt nicht, was ein Bundesland ist? Nein. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? 8, 12, nein, Kontinente sind doch 12, oder? Wie jetzt? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Oh mein Gott! Wie viele Tage hat ein Jahr? 8. Tage hat ein Jahr. 8. Wie kann man denn in der Schule so krass reinscheißen? Was? Ja. Zähl mal auf die Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, Samstag und Sonntag gehört doch dazu. Bro, sie hat einfach IQ wie ein Toastbrot. 360. Wie viel... 360 Tage. Huh? Richtig, 360. Ja, immer noch falsch, aber wenigstens nicht so krass reingeschissen wie die zwei Mädchen da. 8. Bruder, 8. Ich kann das alles nicht mehr. Frankfurt ist echt die dümmste Stadt in Deutschland. Nach Duisburg natürlich. Und nein, ich wohne nicht in Duisburg. Ich bin sehr interessiert, was hier ist. Lass mich mal sehen. Watch. It was at this moment that he knew
He fucked up. Du bist am Arsch, Bro. Du brauchst jetzt nicht so zu gucken. Du hast mit dem Feuer gespielt und dich eiskalt verbrannt. Selber schuld. Guck mich nicht so an, okay? Er hat so mies reingeschissen, der wird sein Handy nie wiederbekommen. PC-Gamer. Der PC muss absolut leise sein. Auch PC-Gamer. Ich geb dir einen Headshot zu gut. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ich muss es ganz schnell vergessen und verdrängen, was ich hier gerade gesehen habe. Ich lag heute so entspannt in meinem Bett und war auf TikTok unterwegs und hab dort so die Livestreams mal abgecheckt. Dort gibt's halt so irgendwelche Streams, wo sich Leute matchen oder miteinander labern oder keine Ahnung, was für Sachen machen. Alles oder nix? Wie sieht's mit 7000 aus? Wenn ihr 7000 Zuschauer schafft, bei 7000 Zuschauern rasiere ich mir mit dem Messer die Glatze. 5800? Dann bin ich auch noch so auf ein paar ASMR-Livestreams gestoßen. Nice. Und dann habe ich noch diese Dame gefunden. Ich denk mir nichts und schau einfach mal in den Livestream rein. Yo, I'm so sorry. It looks like you're going to... Oh no. Die Arme hat's ja komplett nach hinten geflippt. Ihre halbe Wohnung ist kaputt gegangen. Oh Gott. Oh nein, er wird doch jetzt nicht. Das scheint ihm ja zu schmecken, der checkt ja gar nichts. Der Psycho nimmt einfach das gesamte Haus auseinander. Wie kommt der Wasserstrahler da bitte rein? Was geht da ab? Ja, reicht doch, Bro. Ist gut, ist gut. Das kranke Schwein macht einfach weiter. Scheiß auf die Möbel und alles. Hauptsache, die Homies abficken. Bruder, die beiden da hinten hat's böse erwischt. Ey, habt ihr eigentlich schon mal 10 Gorillas auf einem Truck gesehen? Ja, jetzt habt ihr's. Nice. 10 Euro, wenn du schaffst, diese Gurke in einer Minute aufzuessen. Für 10 Euro? Das ist ja geschenktes Geld, das macht doch jeder. Ja, ich bin dabei. Auf die Plätze, fertig. Los. Yeah. 30 Sekunden sind um. Was sind das bitte für goofy ass Sounds? Noch 6 Sekunden, oh, perfekt. Voll gut. Ja, okay, das lassen wir gelten auf jeden Fall. Bewerte mal von 1 bis 10, wie lecker die war. Nicht lecker. Okay. Wenn du mir folgst, würde ich die 10 Euro sogar verdoppeln. Ich folge dir nicht. King. Eiskalt. Er gibt einen F*** auf sie. King. Der offizielle King der Woche. How to keep your roommate from using the bathroom for too long. Und für alle, die kein Englisch können, scheiß auf euch. Lernt Englisch oder übersetzt es selber. What the fuck? Was hat er da gebaut? One minute later. I am sorry, Mikey. But poo-poo time is over. Yo! Eine Minute? Wie soll man denn bitte in einer Minute fertig geschissen haben? Das Gerät ist gottlos. Ich will doch nur in Ruhe auf Klo gehen und nicht mittendrin während der Session 20.000 Volt durch meinen Körper gejagt bekommen. Wir brauchen mehr solcher fähigen Fachkräfte. Repariert einfach so die Scheibenwischer. Mega korrekt. Wow, das klingt ja nach einem netten Typen. Wir schauen mal rein. Okay.
Mega korrekt. Und die Ausführung von seiner Arbeit war auch erste Sahne. Und da fährt er entspannt weiter. Auf seinem Fahrrad. Auf den Straßenbahngleisen. Netter Typ, wirklich. Super netter Kerl. Ja, und was soll ich euch sagen? Wenn ihr denkt, ihr seid genauso nett und korrekt wie dieser Kerl hier, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns.